Heute nehme ich euch mit zur Freilichtbühne nach Tecklenburg zu Mozart. Herzlich willkommen aus Tecklenburg. Ja, das ist in der Nähe von Münster, in der Nähe von Osnabrück und hier gibt es eine Freilichtbühne und da schauen wir uns heute Abend Mozart an. Und ich bin schon sehr gespannt, denn das ist eines der Musicals, die ich schon sehr, sehr lange schauen wollte, damals auch schon mal in Wien, aber Wien ist halt eben sehr, sehr weit und Tecklenburg konnten wir dann tatsächlich mit einem Besuch bei meiner Schwester zusammen dann kombinieren. Meine Eltern und so sind auch mit dabei und ja, hier auf der Freilichtbühne wird dann heute Abend Mozart aufgeführt. Ihr seht es wahrscheinlich schon, es ist total verregnet heute. Es ist nicht kalt, aber es ist total regnerig und wir haben jetzt tatsächlich auch hier einen Parkplatz gefunden. Das ist hier an dieser Freilichtbühne nicht wirklich ganz so einfach, denn man kann nicht bis an die Bühne ranfahren, sondern es gibt vereinzelt in Tecklenburg dann so Parkplätze, die sind beschildert und dann müsst ihr irgendwie gefühlt 1000 Meter Berg erklimmen, um dann hoch zur Freilichtbühne zu kommen. Wie das jetzt im Endeffekt so ist, ich weiß es noch nicht, denn wir haben jetzt gerade mal mit Mühe und Not tatsächlich hier einen Parkplatz gefunden. Um 8 Uhr geht's los, jetzt sind es gleich 7:30, also 19.30 Uhr und laut Wetterbericht soll jetzt auch gleich der Regen aufhören. Wir sind gespannt, wie wir weiter jetzt noch laufen müssen und ja, ich werde es auf jeden Fall berichten. Also, wie das hier für ältere Leute funktionieren soll, das müsste ich gerne mal wissen, weil es werden keine Shuttles oder sowas angeboten von den einzelnen Parkplätzen. Bei uns in der Nähe in Trier, in Pluwik, so heißt der Ort, da gibt es ab dem 14.07. die Karl-May-Festspiele. Da wird in diesem Jahr der Schatz am Silbersee, also Winnetou, aufgeführt. Ist auch immer sehr zu empfehlen. Also ist schon fast alles ausverkauft. Wenn ihr aus unserer Region kommt, Region Trier, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall verpassen. Das lohnt sich. Und da ist es auch so, dass die Freilichtbühne so ein bisschen außerhalb liegt, auch so ein bisschen höher gelegen. Und ja, da werden Shuttles angeboten, damit man dann, gerade wenn man älter ist oder vielleicht fußfaul ist, sich da hochkutschieren kann. Ist tatsächlich im Eintrittspreis sogar inbegriffen. Ja, also wir sind jetzt noch nicht angekommen, laufen jetzt gerade so 5 Minuten von Parkplatz 5, glaube ich. Und ja, schauen mal, wie es weitergeht. Ja, um jetzt mal eine kleine Vorstellung von dem zu geben, wie das hier aussieht. Ihr seht, hier geht es jetzt bergauf. Wo wir dann rauskommen, ich habe keine Ahnung. Wir haben fälschlicherweise gedacht, das ist alles ein bisschen seltsam hier beschildert, dass man hier mit dem Auto hochfahren kann. Da dürft ihr euch auch nicht irritieren lassen, aber ihr werdet gleich sehen, dass es nicht so wirklich eine besonders gute Idee ist, hier mit dem Auto hochzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht runterfahren kann, aber hier gerade diese Ecke scheint mir dann doch ein bisschen eng zu sein für ein Auto. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Ihr seht es schon. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch noch ein bisschen was mitzubringen. Es ist wohl tatsächlich auch erlaubt. Die Leute haben alle Taschen dabei, Sitzkissen mitzubringen und Getränke, etwas zu essen. Es gibt hier auch noch mal Toiletten. Hier oben sind auch noch mal Stände aufgebaut. Also da sieht das jetzt eigentlich ganz gut aus. Aber wir mussten tatsächlich jetzt auch noch mal einige Treppen laufen. Aber okay, wir sind jetzt angekommen und schauen mal, wie die Freilichtbühne aussieht und wo wir sitzen werden. Ja, das ist sie, die Freilichtbühne hier in Tecklenburg. Wir haben jetzt 55 Euro bezahlt, sitzen in Reihe 7, das ist ganz vorne, unter Dach. Ihr seht, also es ist überdacht. Es gibt tatsächlich auch Plätze, die nicht überdacht sind, die sind etwas günstiger. Aber ich würde es euch empfehlen, gerade dann, wenn ihr etwas früher hier ankommt oder wenn ihr früher bestellt, das Ganze läuft noch bis zum 27. August, ja, lieber überdacht bezahlen, ihr seid auf der sicheren Seite, so wie heute. Wenn es regnet, sitzt ihr wenigstens im Trockenen. Ja, also, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen über das Musical reden. Was ist Mozart eigentlich? Ein Musical, was schon lange, ich glaube, auf Tour ist und auch schon fest natürlich in Wien zu sehen war. Ich glaube, 1999 wurde es uraufgeführt. Ja, ist nach einem Buch und Liedtexte von Michael Kunze und Musik- und Orchesterleitung ist hier Sylvester Levi oder Levi, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. Ja, ihr habt hier noch die Chance, bis zum 27.8. zu Gast zu sein. Also bis zum 27.8. könnt ihr euch die Show hier selber noch anschauen. Ist immer nur an den Wochenenden. Es sind insgesamt 24 Vorstellungen, die in der Zeit vom 16. Juni bis zum 27. August hier aufgeführt werden. Und heute ist der 1. Juli, also so ein paar sind tatsächlich dann auch schon abgehalten worden. Und die Kritiken sind tatsächlich sehr, sehr gut. Aber was ich sagen muss, ist, anscheinend fehlen noch Zuschauer. Also was ich so gelesen habe, sind es so, dass die Verkaufszahlen nicht so besonders gut sind. Aber gut, das wollen
wollen wir ja ändern, wenn wir hier so ein bisschen darüber sprechen. Ja, wie sind die Preise? Zwischen 40 bis 50 Euro zahlt ihr hier pro Karte. Gibt dann natürlich noch so ein bisschen Servicepauschale und so dazu, aber das ist ja auch dann überall bekannt. Ja, wie sieht das Ganze aus? Wer ist denn hier überhaupt mit dabei? Also wer spielt denn hier eigentlich? Regie führt hier Ulrich Wiggers, dann haben wir die musikalische Leitung unter Klaus Wilhelm, Choreografie Francesc Abos, Kostüme machen Katrin Alberti und das Bühnenbild ist von Jens Janke. Dann die Besetzung, natürlich ganz wichtig, Mozart, also Wolfgang Mozart wird von Jan-Philipp Rekezus gespielt, Leopold Mozart von Thomas Borschert, der ist uns ja schon sehr, sehr bekannt, beim Tanz der Vampire etc. spielt er ja sehr, sehr gerne mit. Dann haben wir Hieronymus Coloredo, Alexander DiCapri spielt den und Constanze Weber wird gespielt von Katja Bischof. Dann haben wir Nanal Mozart von Valerie Luksch, die Baronin Waldstätten von Wietzke van Tongas und Graf Arco von Christian Schöne. Dann haben wir noch Emanuel Schickschneider von Benjamin Eberling wird er gespielt und Cecilia Weber wird von Brigitte Oelke gespielt. Also da sind schon ein paar Namen dabei, die natürlich dann auch bekannt sind in der Musical-Szene. Dann haben wir ein Ensemble natürlich, Chor und Orchester, darf natürlich nicht fehlen. Das ist das Chor, ist der Chor und das Orchester der Freilichtbühne hier in Tecklenburg. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dieses Musical mal live zu sehen und jetzt endlich wurde dieser Traum erfüllt und dann auch mit Familie und so dabei, ist das schon ziemlich cool. Und ja, mit Liedern, bekannte Lieder, das ist ja immer so die Frage in so Musicals, gibt da irgendwas, was man kennt? Und ja, natürlich Gold von den Sternen ist eins der Highlights. Dann haben wir natürlich Wir zwei zusammen auch ein Ding, was ich damals in der Helene Fischer Show das erste Mal gehört habe und natürlich Irgendwo wird immer getanzt. Ja, also wir setzen uns jetzt mal hin und dann zeige ich euch dann auch noch, wo wir sitzen. So, von der Vorstellung selber kann ich euch natürlich nichts zeigen. Ich habe die Freilichtbühne tatsächlich angeschrieben, aber da hat sich keiner zurückgemeldet. Nicht schlimm. Ich zeige euch jetzt so ein bisschen was hier aus dem Prospekt, was ausgegeben wird. Da haben wir ja eben schon darüber gesprochen, über Besetzung und so. Das Ensemble dann auch nochmal, was ihr euch hier ankündigt. Steht aber auch alles dann im Internet, wenn ihr einfach dann mal Freilichtbühne Tecklenburg eingebt. Und dann seht ihr natürlich dann auch noch ein paar Bilder der Vorstellung, wie das Ganze hier aussieht. So. Und da haben wir dann auch nochmal die Termine. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment nicht nur Mozart hier läuft, sondern es läuft auch noch Madagaskar dazu und Miami Nights. Also es ist tatsächlich immer so ein bisschen verschieden, was hier auf der Freilichtbühne in Tecklenburg so aufgeführt wird. Ja, schauen wir mal hier, haben wir noch ein bisschen was zu Michael Kunze und Silvester Levi, Musik und Orchestrierung und hier dann auch noch mal ein paar Szenenbilder von Mozart. Ja, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal den ersten Akt an. Es gibt dann natürlich auch eine Pause und dann erzähle ich euch, wie es mir denn so gefallen hat. Der erste Akt ist vorbei, es gibt jetzt eine 20-minütige Pause und ja, jetzt bin ich versöhnt. Ich muss jetzt echt mal darauf achten, dass ich nicht immer hier oben auf den Bildschirm gucke, sondern ich muss in die Linse gucken. Ja, jetzt bin ich tatsächlich versöhnt, denn der erste Akt, der war schon wirklich mega gut. Erstmal, wie viele Leute hier auf der Bühne stehen, das ist echt total krass. Mega viele. Die Kostüme, einfach der Kracher. Mozart, der Hammer, also wie der singt. Natürlich auch Thomas Borschert als Mozarts Papa. Wahnsinnig gut, also es ist total krass. Also ich habe zuerst gedacht, okay, so Freilichtbühne oder so, das ist garantiert was anderes, als wenn man jetzt in so ein Musical-Theater geht, nach Hamburg, nach Stuttgart oder was weiß ich, wo es noch Musical-Theater gibt. Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Und ich dachte, okay, wie kann man denn sowas praktisch nach draußen auf eine Freilichtbühne übertragen? Denn man kennt das ja in so Musical-Theatern, da werden die Kulissen alle 5 Minuten irgendwie ausgewechselt und immer ist irgendwie so ein anderes Bühnenbild und dann wird es dunkel und keine Ahnung, sehr, sehr viele Effekte. Und das ist natürlich hier anders. Hier werden auch natürlich andere Bühnenbilder gezaubert, aber mit wenigen Mitteln. Und das finde ich irgendwie total besonders. Also das ist echt nochmal was ganz, ganz, ganz anderes und ja, bringt die Sache wirklich so ein bisschen auf diese ursprüngliche Sache zurück. Also man konzentriert sich tatsächlich so ein bisschen mehr auf die Kostüme, auf den Gesang und auf die Mimik und Schauspielerei von den Künstlern, die dort vorne stehen. Also das ist schon echt gut. Was ich sagen muss, ist, man sitzt jetzt nicht so ultra bequem. Also bringt euch auf jeden Fall irgendwie ein Sitzkissen oder sowas mit. Also hier diese Bänke, man sitzt auf Holzbänken. Die sind schon ziemlich hart und da merkt man dann schon, also dann rutsche ich immer so ein bisschen weiter runter und dann rutsche ich wieder so ein bisschen weiter nach oben. Also das ist schon so ein bisschen unbequem, aber das Gute hier ist, dass ihr euch tatsächlich euer Essen und Trinken selber mitbringen könnt. In normalen Musical-Theatern kennt man ja, da macht man vorne die Tasche auf, da wird dann geschaut, dass man nichts zu trinken dabei hat, keine, was weiß ich, keine Snacks und sonst irgendwas. Hier ist es egal, hier war gar keine Taschenkontrolle. Das heißt also, ihr könnt eure Snacks mitbringen, ihr könnt euch Getränke mitbringen. Natürlich solltet ihr euch jetzt hier nicht volllaufen lassen oder so. Also da muss man natürlich so ein bisschen drauf achten.
aber normale Getränke und sogar Wein und so wird hier getrunken. Das ist schon irgendwie nochmal eine ganz andere Atmosphäre und macht das Ganze nochmal so ein bisschen lockerer, wie ich finde. Von den Künstlern, habe ich ja gerade eben schon gesagt, bin ich echt mega überrascht. Highlights von mir waren auf jeden Fall schon mal natürlich Gold von den Sternen. Das war absolut krass, das Ganze mal live zu sehen und mit Orchester. Also unter der Bühne ist tatsächlich ein Live-Orchester, was dort spielt. Und das merkt man einfach auch. Und das ist nicht nur irgendwie so ein Live-Orchester, was gefühlt aus 2-3 Leuten besteht, was man in manchen Stage-Musicals tatsächlich so hat, sondern hier hört man tatsächlich, also da sind schon einige Mann tatsächlich, die da zugange sind. Vielleicht sehen wir die tatsächlich ja auch noch zum Schluss. Es ist ja meistens so, dass dann alle nochmal auf die Bühne kommen. Da bin ich schon sehr gespannt und ich habe schon gesagt, Gold von den Sternen, absolutes Highlight und dann wir zwei zusammen, das habe ich damals das erste Mal gehört, habe ich ja eben schon gesagt, bei der Helene Fischer Show und da fand ich das irgendwie total cool, wo die Helene Fischer mit dem Darsteller von Mozart aus dem Wiener Ensemble praktisch dann dieses Lied gesungen hat. Das war dann so schön, so auf so Kettenkarussell-Dingern. Das hat man natürlich hier nicht, ne? Also es gibt hier kein Kettenkarussell, aber es wurde trotzdem richtig gut übertragen. Und gerade wo es jetzt so ein bisschen dunkler wurde, wird natürlich dann auch viel mit Licht und sowas gespielt. Und das ist schon echt wirklich cool und hat mich jetzt, wie ich gerade eben schon zu Anfang gesagt habe, echt jetzt total versöhnt und echt... ja, am Anfang war es echt ein bisschen holprig. Also ich habe es ja schon gesagt, die Parkplatzsucherei ist so ein bisschen umständlich, aber man muss natürlich drüber nachdenken. Das Ganze hier ist eine Freilichtbühne, die im Sommer bespielt wird. Tecklenburg ist ja jetzt nicht eine Musicalstadt wie Hamburg oder Stuttgart oder sonst irgendwas oder Köln jetzt mit dem Musicaldom, sondern das hier ist eine Freilichtbühne, die im Sommer besteht und da ist es natürlich dann nicht möglich, solche riesen Parkplätze direkt hier oben bei der Freilichtbühne zu bringen. Von daher müsst ihr halt ein bisschen zu Fuß gehen. Es dann, wie ich eben gesagt habe, natürlich wirklich ein bisschen umständlich bergauf und Treppen und sowas, gerade wenn man älter ist oder so, habe ich noch nicht rausgefunden, ob es da auch irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, dass es da irgendwie einen Shuttle oder sowas gibt, habe ich nicht gesehen. Was ich sagen muss, was ihr eben ja auch gesehen habt, ist, dass es überall Catering gibt. Auch hier könnt ihr euch was zu essen kaufen, ihr könnt euch was zu trinken kaufen, das ist schon ziemlich gut. Und ja, jetzt haben wir 9:30. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze dauert. Also ich denke mal so vor 11 Uhr werden wir wahrscheinlich nicht hier fertig sein. Aber ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil und die Geschichte vom Mozart-Musical ist auch wirklich ziemlich gut, wo ich sagen muss. Und wenn man Mozart hört, da denkt man jetzt sofort an klassische Musik und ach, das ist doch bestimmt sehr, sehr schwierig. Aber nein, das Musical ist tatsächlich poppiger, als man denkt. Also schaut euch da einfach mal Szenen bei YouTube an. Ich darf euch ja leider hier nichts zeigen. Da werdet ihr vielleicht genauso überzeugt sein wie ich auch. Und ja, jetzt geht's erstmal auf Toilette. Und dann zum zweiten Akt. Und danach sehen wir uns wahrscheinlich dann im Hotel nochmal wieder. Denn ja, ich habe mir hier ein Hotel geholt. Und dann gibt es dann mein endgültiges Fazit zu Mozart auf der Freilichtbühne in Tecklenburg. Oder Tecklenburg, oder wie heißt es? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt habt ihr sogar noch ein paar Ausschnitte gesehen,
also vom Schlussapplaus, weil normale Ausschnitte waren natürlich nicht erlaubt, so ist das ja in allen Musicals und ihr habt jetzt mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie unsere Sicht war und was wir so zu sehen bekommen haben und wie viele Leute tatsächlich dort auf der Bühne waren. Alleine schon das Orchester, wir haben tatsächlich mal mitgezählt, 25 Menschen waren das komplette Orchester, also das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich war bei anderen Musical-Produktionen dabei, da war es weniger als die Hälfte davon, also allein schon dafür hat sich das Geld gelohnt, weil das hört man einfach, wenn so ein Orchester live spielt und das Ganze sich so imposant anhört, also einfach wirklich mega, mega gut. Auch der zweite Akt hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war total toll, alles in einer ganz besonderen Stimmung, weil es so langsam dann dunkel wurde und dann natürlich die Belichtung und die Effekte, die so da gezündet worden sind, alle nochmal viel, viel besser rübergekommen sind, also wirklich richtig schön. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und der Schlussapplaus, der hat ewig lang gedauert, aber das wirklich verdient. Also dieses Musical ist bei mir tatsächlich jetzt ganz, 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 ganz weit nach oben gerutscht bei meinen beliebtesten Musicals. Auf Nummer 1 steht natürlich immer noch der Tanz der Vampire, der ist unangefochten und ich würde es tatsächlich schon, glaube ich, dann auf den zweiten Platz setzen, sogar noch vor Mamma Mia und so. Bei den Disney Musicals ist es ja immer so, wo ich immer denke, ja, die kann man sich geben, aber ist jetzt für mich nichts mega Besonderes. Ich liebe einfach richtige Musical-Produktionen. Dazu gehört für mich auch Mozart. Ja, ob die Story, die bei Mozart jetzt dort so wiedergegeben wird, wirklich die Geschichte von Mozart ist, ich habe keine Ahnung, weil Mozart tatsächlich so ein Thema ist, wo ich wirklich auch gar keine Ahnung von habe. Natürlich kenne ich die Zauberflöte und so, habe ich noch nie gesehen, so, aber alles natürlich davon schon gehört. Aber das war einfach dann schon sehr, sehr toll, das mal zu sehen, wie so seine Geschichte ist. Und ich muss mich da jetzt, glaube ich, dann mal bei Wikipedia so ein bisschen einlesen oder mal eine YouTube-Dokumentation darüber schauen, um mal zu sehen, wie sein Leben so wirklich verlaufen ist. Dass es ja nicht immer alles so prickelnd war, das wissen wir ja, glaube ich, alle. Und natürlich wird es jetzt nicht so extrem gewesen sein, wie es im Musical dargestellt wird, aber ja, es interessiert mich dann immer irgendwie, ne, wenn ich dann sowas gesehen habe, wie war es denn dann wirklich? Ja, ich kann euch das auf jeden Fall ans Herz legen, besucht bis zum Ende des Sommers, also bis zum 27. August, das haben wir jetzt zwar noch nicht vorbei, aber die Spiele hier, die Festspiele enden dann, besucht das Musical Mozart und ich weiß, es gibt immer noch sehr, sehr viele Karten und es ist einfach verdient und für das Geld, was ihr hier sogar für die teuersten Karten ausgibt, diese 55 Euro, Leute, ganz ehrlich, das bekommt ihr sonst nirgends in dieser Qualität. Also in keinem deutschen Musical-Theater bekommt ihr so eine Qualität für dieses Geld, ganz ehrlich. Also sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Es ist wirklich unbequem zu sitzen, das muss man sagen. Diese Holzbänke, das ist nicht wirklich angenehm und ich hätte mir auch tatsächlich dann irgendwann später mal ein Sitzkissen gewünscht. Aber auch das hält man aus, weil man ist irgendwie so in den Bann gezogen und so verzaubert und so von dieser Musik, dass es einfach nur total schön war. Im zweiten Akt war ja dann natürlich dann mein Highlight. Irgendwo wird immer getanzt dann mit dabei und dann kam auch nochmal Gold von den Sternen und so zum Schluss. Das habt ihr ja jetzt dann auch nochmal in diesem Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, gesehen. Ja, es war ein sehr, sehr gelungener Abend. Ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben und es ist natürlich nicht um die Ecke, muss man ganz ehrlich sagen. Hamburg kann man immer noch verbinden mit irgendwelchen anderen Sachen, genauso wie Stuttgart oder so. Tecklenburg hier ist so ein bisschen abgelegener und natürlich Osnabrück und sowas in der Nähe, wo ich jetzt auch gerade bin und hier mein Zimmer habe. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, aber verbindet es mit irgendwas Tollem oder auf der Durchreise, wenn ihr auf dem Weg zur Nordsee seid oder so, macht das einfach mal, kommt einfach am Wochenende hierher, schaut euch dieses Musical an. Es lohnt sich zu 100%. Wenn ich Punkte vergeben würde, dann würde ich 12 von 10 Punkten ganz ehrlich geben, auch wenn ich am Anfang tatsächlich so ein bisschen angesäuert war, das gebe ich zu, weil mich diese Situation mit dem Parken und das Wetter und so hat mich tatsächlich echt angekotzt, dieser blöde Regen und dann muss man so weit wegparken, den Berg auch noch hochlaufen und ja, alles nicht so ganz toll, aber es war jetzt auch bei dem Rausgehen aus dem Theater dann erstmal so ein bisschen verwirrend, weil man ist dann einen komplett anderen Weg gegangen, aber es ist alles gut beschildert worden, dass wir unser Auto dann auch wieder gefunden haben, also es war kein Problem. Aber ja, natürlich alles anders als in einem richtigen Musical-Theater, denn das Ganze ist eine Freilichtbühne, also das muss man natürlich dann auch nochmal besonders bewerten. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, es war nochmal was ganz anderes und vielleicht für den einen oder anderen interessant, die vorhaben, hier auch noch hinzukommen und wenn ja, dann zeigt es mir gerne, also wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst auch auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Dieses Video hier ist komplett
aufgenommen wurden mit der Insta360 Go 3. Also ich habe keine andere Kamera dabei gehabt. Alles, was ihr hier seht oder was ihr gesehen habt, ist tatsächlich mit dieser Kamera aufgenommen worden. Und ich bin echt sehr gespannt, wenn ich nachher selber mal im Schnitt schaue, also nicht mehr heute, sondern morgen, wie diese Aufnahmen so geworden sind. Und ja, bis dahin sage ich euch wie immer...